Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder da mit einem neuen Video. Ein creepy SpongeBob-Spiel. Und so nennt sich das The True Ingredients. Ja, das gibt's auch irgendwie jetzt auf Roblox. Und ich bin mal gespannt, wie das so ist. Schaffe ich es bis zum Ende oder werde ich es nicht schaffen? Wir finden es heraus. Schreibt mir gerne wieder einen netten Kommentar in die Kommentare mit eurem Roblox-Namen, wenn ihr wieder auf meiner Freundesliste landen möchtet. Ich werde nämlich wieder 5 von euch adden, weil ihr feiert das immer so sehr und ich möchte so viele von euch auf meiner Freundesliste haben aus der Community. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren, Daumen nach oben, wenn ihr SpongeBob auch so sehr feiert, aber vielleicht nicht unbedingt in der Creepy Edition. Und ja, ich würde sagen, let's go! Okay, Leute, dann wollen wir mal The True Ingredients spielen und ja, es sieht schon direkt creepy aus, Leute. Oh mein Gott, guck euch dieses SpongeBob an. Was ist denn bitte für eine Nase hier? Es ist ein Spiel über einen Fisch, der im Robloxia Bottom lebt. Er war so hungrig, also ist er zu Crunch Crab gegangen, um ein Crunchy Paddy zu essen. Alles lief gut, bis... Angeblich gibt es Jumpscares und es könnte irgendwie aufblitzen, aufblinken, also... Ich bin wirklich gespannt. Oh mein Gott, was kommt hier auf uns zu? Creepy SpongeBob-Musik. Okay. Crunch Crab. Habt ihr gerade Patrick gesehen? Es ist ein normaler Tag in Under Robloxia Bottom. Du bist hungrig und willst ein Crunchy Paddy. Also entscheidest du dich, in Crunch Crab zu gehen. Alles klingt falsch. Alles. Einfach alles. Ich mag nur meinen Krabbenburger. Nichts anderes. Nicht eintreten, wenn du kein Geld hast. Das könnte aber wirklich von Mr. Krabs kommen. Was? Seit wann ist er normaler Tintenfisch? Okay, wo bin ich hier bitte gelandet? Wer ist er denn hier? Was ist das? Das ist gruselig. Geht's euch noch gut, Leute? Warum ist der so gruselig, Mann? Der ist richtig gruselig. Schaut ihn euch einfach mal an. Schreiender Fisch! Und hier haben wir einfach mal Patrick Crunch Crab in einem kleinen Glas eingesperrt. Und da oben ist ein Bild von denen, die hier sitzen, ne? Was ist los hier? Okay, ich glaube, wir sollten mal zu Thaddäus gehen, ne? Wir müssen irgendwie mit ihm reden. Willkommen zu Crunch Crab. Was möchte ich bestellen? Wow, diese Auswahl hier. Wow. Wir haben die Auswahl zwischen Crunchy Paddy, Crunchy Paddy, Crunchy Paddy, Crunchy Paddy, Crunchy Paddy und nochmal Crunchy Paddy. Echt schwere Wahl. Was nehme ich? Ich würde sagen, ich nehme Crunchy Paddy. Ich möchte gerne ein Crunchy Paddy, bitte. Setz dich hin und ich sag dir Bescheid, wenn es fertig ist. Okay, wir müssen uns irgendwie hinsetzen, ne? Aber ich komme nicht drauf klar, wie sieht Thaddäus bitte aus? Was ist das? Okay, setzen wir uns hier hin. Warte, was ist das hier für... Was? Wir müssen uns hier an den Glastisch setzen? Alter, das sieht eher aus wie ein Aquarium als wie ein normaler Tisch. Warte... Okay, und wann bekommen wir Bescheid, wenn das Essen fertig ist? Werden wir gerufen? Werde ich angeschrien? Ich glaube, da ist alles möglich bei dem Spiel. Warte, warum ist da ein Block auf einmal um ihn? Heißt es, ist fertig? Gehen wir mal zu ihm. Ist mein Crunchy Paddy fertig? Es ist fast fertig. Aber wir haben keine Patties mehr. Gibt es einen Weg, um das Ganze zu beschleunigen? Du kannst ins Lager und ein paar Patties holen. Sei vorsichtig, es ist sehr dunkel da unten. Und was immer du tust, geh nicht in den... Was? Geh nicht in den Raum am Ende des Korridors? Warum soll ich jetzt hier Patties holen? Für meinen Burger? Was ist das hier für ein Restaurant? Ich dachte, dafür wird gesorgt. Was ist das für ein Shop hier? Jetzt muss man alles alleine tun. Oh mein Gott, ist das gruselig. Okay, das ist richtig creepy. Ich muss jetzt hier einfach mal runter in den Keller. War das Mr. Krabs? War das Mr. Krabs? Oh, wie sieht er bitte aus? Hallo, wo bist du hin? Das ist gruselig hier unten. Oh, hier würde ich nicht gerne arbeiten wollen. Okay. Wow, hier hat unten jemand mit Senf gekleckert, würde ich mal sagen. Sieht doch ein bisschen gammelig aus.
Ich sollte nicht am Ende des Korridors ins Zimmer, ne? Ah, da, wo Mr. Krabs war. Du hast außerdem auch, glaube ich, eine ziemlich genaue Warnung, aber wir können es öffnen. Soll ich es trotzdem mal öffnen? Oder soll ich lieber erstmal die anderen Räume hier öffnen? Was ist das hier hinten? Gehen wir erstmal hier hin. Kann man das aufmachen? Okay, da kann ich nicht rein. Warte, da kam ich her. Ich bin verwirrt, Leute. Okay, hier können wir es öffnen. Das sind Patties. Oh, Digga, was ist das hier? Alter, ich sag's euch. Die krosse Krabbe ist verflucht. Ey, wir haben hier sogar einen Kühlschrank. Aber die Patties liegen einfach hier rum. Das ist ja voll ekelhaft. Die müssten eigentlich in den Kühlschrank. Okay, ich habe eine Boulette jetzt. Und sollten wir trotzdem mal in den verbotenen Raum? Ich bin gespannt, was da drin ist. Oder ufen wir dann? Okay, ich gehe doch lieber weg. Ich höre irgendwie ein komisches Geräusch. Bestimmt von dem gruseligen SpongeBob oder so. Kann ich auch rennen? Nee, kann ich nicht. Okay, dann gehen wir mal zurück mit unserem Patty, damit wir unseren leckeren, komischen Fake-Krabben-Burger bekommen. Geben wir erstmal Thaddäus. Oh, wir haben es hinbekommen! Oh mein Gott, was? Wir müssen jetzt wieder in die Küche, um den Herd anzuschmeißen? Erste Tür. Okay, kriegen wir das hin? Wow, das sieht ja auf jeden Fall deutlich freundlicher aus. Warte, ist Patrick in dem Kühlschrank? Digga, was ist das? Und wer sind diese Personen da? Hallo, ich möchte dich gerne rausholen. Aber es geht leider nicht. Okay, hier müssen wir es raufschmeißen. Es brutzelt. Kann ich das auch noch wenden? Ich habe ein bisschen Angst, dass es hier anbrennt. Sieht ein bisschen danach aus. Okay, und jetzt muss ich hier meinen Burger machen? Wir haben unseren Crunchy Patty und ich bin total verwirrt. Alter, was ist das? Das ist niemals der Krabbenburger. Da fehlt alles. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht. Ihr könnt es euch mal gerne reinziehen. Ich habe den originalen Krabbenburger mal versucht zu machen. Oh mein Gott, das ist schon richtig lange her. Auf jeden Fall, ja, müssen wir wieder mit Thaddäus reden. Setz dich hin und genieß dein Crunchy Patty. Wow, dankeschön. Esse ich den gerade oder was war ich jetzt hier? Eat. Ach so, noch nicht. Also so gefräßig bin ich dann auch nicht. Das Crunchy Patty hat wie Omas Fußnägel geschmeckt. Ekelhaft. Aber ich bin verwirrt, wie viele Patricks gibt's hier? Hier draußen ist einer, da drin ist einer und einer im Kühlschrank. Können wir auch da hinten rein? Das müsste doch Mr. Krabs Büro sein. Hallo, ich möchte rein. Geht wohl nicht. Okay, wir müssen wieder mit Thaddäus sprechen. Das würde 78,99 machen, bitte. What? Ich sagte, das macht 87,99? Das wird ja mal teurer. Warum ist es so teuer? Hör mir zu. Das muss ein Fehler sein. Ich habe nur einen einfachen Burger bestellt. Ich sagte, das macht 98,99, bitte. Okay, okay, chill. Ich habe keine 100 Dollar in meinem Geldbeutel momentan. Ich habe nur 35. Also willst du sagen, du hast nicht genug Geld, um ein Crunchy Patty zu bezahlen? Nein, ich meine, ja, ich habe das Geld zu Hause. Ich kann gehen und es für dich holen, okay? Also sagst du mir, du hast nicht genug Geld für den Crunchy Patty mit dir? Sehe ich da richtig? Nein, ich habe dir auch gerade gesagt, dass ich jetzt gerade im Moment keine 100 Dollar mit mir habe. Also ich würde auch niemals 100 Dollar dafür bezahlen. Sag mal, geh es doch immer wieder ein neuer Preis. Oh, Mr. Krabs! Jumpscare! Oh, Alter! Boah, mein Herz. Plankton wurde eingesperrt. Normalerweise mag ich ja Plankton nicht, aber er wurde eingesperrt. Wow, und wir auch. Warte, wir können mit ihm reden. Hey, bist du okay? Warum bist du in diesem Käfig? Ich habe versucht, die geheime Formel zu klauen. Wie bist du in diesen Raum gekommen? Was? Der Crunchy Patty war zu teuer, deswegen bin ich einfach mal da. Ich wusste, Mr. Krabs ist gierig und geizig. Ja, wir versuchen jetzt, glaube ich, aus dem Käfig zu holen, ne? Er wurde abgeschlossen. Aber er hat den Schlüssel verschluckt. Ist hier irgendwas? Nee, irgendwie nur Brot. Wir haben hier die Fischgräten. Ist es überhaupt so eine gute Idee, Plankton zu helfen? Ich weiß nicht so recht. Er ist ein Bösewicht. Er ist und bleibt ein Bösewicht. Hallo, er wollte die Geheimformel klauen. Immer noch. Okay, wo sollte das sein?
Können wir hier lang? Nee. Okay, hier vielleicht in dem Raum. Hallo, ist hier irgendwas? Ein Schlüssel? Obwohl hier, das Ding hier, oder? Oh, ich kann's mitnehmen. Wir brechen das Ding einfach auf. Danke, dass du mich gerettet hast. Ihr sieht so hässlich aus. Lass uns rausgehen und einen Platz finden, um hier rauszukommen. Okay, ich muss es wieder zurückbringen, das Brecheisen. Damit wahrscheinlich kein Verdacht geschöpft wird. Okay, habe ich jetzt... Ah, erschreck mich nicht so! Du Gruseliger! Also ich meine, vorhin konnten wir ja nicht durch die Tür, ne? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier lang zu gehen. Vorne hört sich das creepy hier an. Hier ist eine Box. Bist du noch hinter mir? Ah! Du bist direkt hinter mir! Hilfe! Okay, wo lang jetzt? Wenigstens habe ich eine Taschenlampe. Oh, ich glaube, wir brauchen einen Code. Woher kriegen wir den Code? Ist hier irgendwo ein Code? Wir müssen einen Code finden. Okay, schauen wir mal. Okay, hier war nichts. Schauen wir hier nochmal, ob wir irgendwas übersehen haben. Hä, wo ist der Code? Ist er immer noch hinter mir? Hä, wo ist er hin? Ist er jetzt einfach da stehen geblieben, Boss? Ich kann jetzt alleine suchen, wow. Vielleicht hier drin noch irgendwie. Ah, da! Da steht auch noch offensichtlich Code. Ja, das war vorhin noch nicht da. Habe ich den jetzt? Ich glaube schon, ne? Okay, jetzt können wir wieder zurück. Das ist aber schon creepy hier drin. Der steht da einfach vor der Box. Alter, was ist los mit dir? Ist hier irgendwas Interessantes? Okay, hier müssen wir den Code, glaube ich, eingeben. Ja. Und jetzt? Wir haben die Geheimformel! Oh mein Gott. Was? Was hört sich da gerade so gruselig an? Gerne in den Kommentaren wissen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich würde sagen, wir sind aber jetzt am Ende angekommen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Schaltet dann unbedingt ein. Ich hab euch so, so da lieb. Bye!